sing a wiggle wiggle, for sure. Makes me wanna dribble dribble, you know. Hm, ich muss schon langsam ein leichtes Damenbärtchen rasieren. Oh, ihr habt nichts gehört. Dumme Gedanken beim Baden. Zweiter Teil. La 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 la. Wieso kommen Postboten immer dann, wenn es am wenigsten passt? Und was, wenn Quietscheentchen eigentlich kein Badespielzeug, sondern Sexpuppen für Enten sind? Oder 99% der Jungs sind hübsch. Und der restliche 1% geht ausgerechnet auf meine Schule. Daumen hoch. Shampoo. Irgendwie hört es sich nicht wirklich wie ein Waschmittel für die Haare, die auf dem Kopf wachsen, an. Eher weiter unten. Und was, wenn ich diesen Sommer einfach an einen FKK-Strand fahre? Dann muss ich mir kein Bikini kaufen und brauche demzufolge auch keine Bikini-Figur. Yep, Sie haben mich richtig verstanden. Eine große Familienpizza mit extra viel Käse. Interessant. Kann man auf einem Bügelbrett surfen? Das muss ich unbedingt ausprobieren. Und was, wenn man unter Wasser eigentlich atmen kann? Aber wir es nicht wissen, weil wir beim Tauchen immer die Luft anhalten. 99% der Mädchen sind vernünftig. Und der restliche 1% der Zicken geht ausgerechnet auf meine Schule. Außer mir natürlich. Wenn man sich zwei Bären als Haustiere holt und beide Johannes nennt, dann wird man ja Johannesbären als Haustiere haben. Brauchen siamesische Zwillinge ein oder zwei Kinotickets? Und was, wenn ich die Einzige bin, die schon mal unter der Dusche gepinkelt hat? Lass ein Plus in den Kommentaren da, wenn du das auch schon mal gemacht hast. Haben Veganer auch Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Die Schmetterlinge sind wahrscheinlich aus Tofu. Warum sind alle meine Gedanken so komisch und sinnlos? Kann mein Gehirn etwa nichts Schlaues und Nützliches generieren? Clever-Modus wurde aktiviert. Übrigens, Leute, habt ihr gewusst, warum das Wasser im Schwimmbad nach Chlor riecht? Ja, genau, weil es aus Hygienegründen mit Chlor vermischt wird. Aber für den Geruch gibt es etwas andere Gründe. Der Geruch entsteht nämlich durch eine chemische Reaktion, in dem Chlor in Verbindung mit Urin, Fäkalien, Schweiß oder Kosmetik kommt. Also wenn das Wasser stark nach Chlor riecht, heißt es nicht, dass es sauberer ist. Eher im Gegenteil. Also viel Spaß beim Baden. Ach du heilige Scheiße, was war das denn gerade? Clever-Modus wurde deaktiviert. Und was, wenn Giraffen einfach nur neugierige Pferde sind? Die waren halt übertrieben neugierig, sodass ihnen die Evolution einen langen Hals verpasst hat, damit sie über die Zäune ihrer Nachbarn schauen können. Okay, I am back zu meinem vorherigen Niveau. Ich mache Wellen mit meinem Körper und freue mich darüber. Das ist schon irgendwie komisch. Oder eher gesagt, traurig. Wie kommt das Rasenbetreten-Verboten-Schild überhaupt auf den Rasen? Ich glaube, dass es doch nicht so eine gute Idee war, zusammen zu baden. Ja, schrei mich doch nicht gleich an. My money don't jiggle jiggle. It folds. I want to see you wiggle wiggle. For sure. Na toll, jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Warum braucht man beim Hellseher einen Termin? Sie müssen ja eigentlich alles schon im Vorhinein wissen. Ach du heiliges Fischbrötchen, was ist denn das für ein rotes Ding da unten? Ach so. Oh, das ist der rote Abo-Button, den du gleich grau machen wirst, Freundchen. Interessant. Wenn man Seife trinkt, kann man dann mit Seifenblasen pupsen? Wenn Kartoffelbrei aus Kartoffeln zubereitet wird, woraus wird dann Babybrei zubereitet? Und was, wenn ich die Einzige bin, die in der Badewanne Spaghetti mit Tomatensauce isst? Sag mal, wartest du jetzt etwa darauf, dass ich wie immer, ach nee, so einen Schwachsinn sage? Nee, das mache ich heute nicht. Daumen hoch, wenn ich dich erwischt habe. Moment mal. Und was, wenn überhaupt niemand darauf gewartet hat, dass ich, ach nee, so einen Schwachsinn sagen werde? Ach nee, so ein Schwachsinn. In jedem Klassenzimmer befindet sich ein Waschbecken. Wieso konnte man nicht gleich auch einen Whirlpool und Toilettenbecken anbauen? Dann hätte der Unterricht wenigstens etwas Spaß gemacht. Oh Mann, ich muss schon langsam aus der Wanne raus. In die Kälte. Ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott, was ist das für ein roter Ausschlag? Die 8. Packung Gummibärchen nach 5 Tafeln Schokolade war wahrscheinlich doch zu viel, Lina. Ach Quatsch, was erzählst du da? Das ist einfach eine Allergie auf Schule. Man sieht es doch. Verdammt, ich habe irgendwie keine komischen Gedanken im Kopf mehr. Was soll ich jetzt nur machen? Oh hey, Paluten, hast du vielleicht irgendeinen komischen Gedanken für mich? Ich wäre sehr dankbar dafür. Du schaust dir das Video wahrscheinlich eh an, also... Okay, dass man sich die Haare in einer mit Wasser gefüllten Badewanne nicht föhnen sollte, habe ich schon letztes Mal gelernt. Aber Haare glätten ist ja was vollkommen anderes. Oder doch nicht? Dumme Gedanken beim Baden. Hey, nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und pst, hier sind noch zwei weitere Videos für euch. Schaut sie euch an. Abonnieren.
Das ist einfach eine Allergie auf Schule.